Hallo. Hallo, Mann. Ja, was soll er machen, ne? So, vielleicht können wir die Halunkenmänner da beide mal. Okay, da ist jemand, der will. Oh, ganz tollen Ecken zu hocken. So, den hätten wir erledigt. Na komm, Falke, geh weg. Wow. Das hat aber gut hingehauen. Bleib mal ruhig weg, du. Kannst deine Granaten sonst wohin werfen. Aber zu mir nicht. Da hinten, er war das, ne? Ja, er ist auf jeden Fall einer vom Problem. So. Nee, bleib ruhig mal zu. Ich hab da nicht so den Stress mit, wenn du zubleibst. Dann fliegen uns nämlich weniger Granaten und Bömmchen und überhaupt alles mögliche um die Ohren. Geh mal wieder zu. Hallo. Ich mag den Jungs gar nicht in den Rücken zu wenden. Ja. Genau aus dem Grund, ne? So, aber eigentlich wollte ich nur die Munition hier einsammeln für den Tacker. Den wir sicherlich brauchen werden, falls es mal wieder zu Feindkontakt im Nahkampf kommt, so wie das jetzt so in etwa der Fall sein wird. Geh mal wieder auf. Das war nicht unbedingt so die beste Aktion. Na, okay. Hier hatten wir ihn, genau. So, das war's mit ihm auch. Moment, wo ist Taka, Taka? Und, das gefiel mir so gut, als er da... Nee, da nicht. Ja, mach ruhig. Ich möchte ihn doch nur etwas in der Nähe haben. So. Ach, es sind noch zwei, wie ärgerlich. Ja, das hat auch nicht so wirklich viel gebracht mit so einer Schrotflinte auf die Entfernung. Nee, das machen wir mal besser so. Und oh nein, die Munition geht alle. So, dann aber mal hier ein bisschen von. Das schmeckt ihm. War ganz sicher. Ui, das war aber eine coole Sache, da dieses Granatendings da. Dings da, Bums da. Die Dinger muss man aber auch echt in Kleinholz hacken, damit die mal die Klappe halten. Hui. Ja, das ist... Was? Wer? Nee. Alles gut. Nee, was? Wer? Wo? Hä? Was? Das ist doch echt ein... wohltuendes Ambiente. Dumpidum da, Alienschiff-Spaß. Ob wir noch bis zur Munition kommen, ohne dass ein Gegner kommt? Nicht, dass ich hier runterfallen. In der Tat. Oh, da kann man bestimmt irgendwie raus. Aber nur so einen kleinen Spaziergang können wir noch mal ein bisschen weiterführen. Oh, ein Shuttle. Will ich denn da eigentlich hin? Ja, dann können wir mal auf die andere Plattform fliegen. Das ist doch eine klasse Sache. Tada! So, dann rauf hier. Juppadi. Ja, das macht doch Laune. Können wir uns gerade mal noch etwas aufladen und ein wenig mehr Munition mitnehmen. Und noch ein wenig aufladen und dann ist auch schon alles hier abgegrast. Ach so, hier kann man ganz bequem runter. Die scheuen auch echt keine Mühen, die Jungs. So, da da sicher versperrt ist, können wir dann ja mal die alte... Zombie-Hand... Rauf tun und kriegen dann sicher Besuch oder auch nicht. Hallo? Niemand? Niemand? Nee, das ist nur so ein Schaltding, ne? Alles gut soweit. Gut, aber ehrlich gesagt ist mir ein wenig zu viel Munition. Wobei, das sah eben so aus, als wären hier auch welche. Da hatte ich in der Eile nicht drauf geachtet. So, wir haben einmal
Was haben wir denn dabei? Wir haben Einfrier und zur Auswahl stehen Blitzdings da und Rotballading. Wie nehmen wir? Shuttle Transport Station. Okay. Ja, ich kann mich ja kaum entscheiden. Die sehen ja beide so lecker aus. Aber ich nehme jetzt ausnahmsweise mal den hier. Ja, dann können wir uns eventuell noch abholen, sofern Bedarf. Ja. Es war schön, dass es da weitergeht, aber ich wüsste gern, was der Knopf hier bewirkt. Ich könnte mir vorstellen, dass er das, genau, das Tor öffnet. Und dann sehen wir wieder... Noch. Wieder ein böses Mobster hereinkommt. Müssen wir den jetzt noch ausradieren? Hallo. Vollständig. Na, guck mal. Ui. Das sind also so Haftbomben, Minen-Dinger, die einem hinterherfliegen, oder wie? Heiliger, wenn man das war, aber mal wieder. Schon nicht abgesprochen. Komm mal wieder her. Was war denn das da unten? Mann, oh Mann, ich kriege jetzt aber auch voll die Angstschweißausbrüche. So, ist es jetzt endlich um dich geschehen? Ja. Das schaut gut aus. Ich gehe gerade noch mal etwas hoch, dann können wir diesen Schießprügel aufladen und uns am wohltuenden Klang der Waffen freuen. Erfreuen. So, komm zu Papa, komm mal. So, was haben wir da nun getan? Fakt ist, glaube ich, wir haben da was getan. Wo höre ich da doch noch jemanden? Da unten nicht. Und nach Portal sieht das eigentlich auch nicht aus. Aber das heißt in so einem Spiel ja nicht. Nun gut. Dann können wir uns ja mal wieder an die Arbeit machen. Nachdem alle Münsterchen beseitigt sind, brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, irgendwie getötet zu werden. Nicht mehr als sonst auf dem Alienschiff. Ja, anpusten ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist doch nicht Jen, doch Jen? Nee, das sind wir. Dicht dran, wirklich ganz dicht dran. Oder doch? Ja, ich glaube schon. Dann war ich gar nicht so verkehrt. Haha, kleines Granätchen mitgenommen. Da. The cylinder is many hundreds of your miles tall, human. You are at its base. Your woman is being held near the top. Can you possibly desire her enough to scale such a height? Why are you doing this to us? Oh, now you're quiet? Say something! Ich würde sagen, sie macht das, weil sie es kann. Und weil sie einfach ganz normal böse ist. Böse Leute tun ja auch Böses, ne? Deswegen heißen sie ja böse Leute. Sonst wären sie ja gar nicht so böse. So sind das jetzt eigentlich Freunde. Das sind nur so Projektordinger, ne? Cool. Ist das dieser Turm in der... Das ist hoffentlich nicht die Erde da, oder? Das wäre ein bisschen abgefahren. Nee, so nicht. Ob ich da mal reinspringen soll, einfach nur so aus Spaß. Yippie! Ja, das, Na gut, dann haben wir es wenigstens mal gemacht. Sind in eine komische... Leinwand reingesprungen, haben uns erfreut daran. Ne, das hatte ich auch schon ausprobiert, das war ja jetzt aktiviert. Jo, nun denn. Nochmal Zombie-Hand vielleicht.
Nee, wir schnappen uns nochmal ganz spontan einen Shuttle. Ganz spontan wirklich. Ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt. Nur so eine Eingebung. Und erkunden einfach mal etwas die Umgebung, die aber jetzt auch nicht unbedingt so viel hergibt, wie ich mir erhofft hatte. So, hier oben war jetzt auch nicht unbedingt so heftig viel. Ach, nee, nee. Ach. Sogar ohne Gegner kann ich mich hier zum Absturz bringen. So, hier war jetzt auch nicht sonderlich viel. Na, großartig. Dann war das ja voll der unnötige Umweg hier. Wobei, da oben haben wir noch gar nicht nachgesehen. Fällt mir gerade so auf. So, ganz vorsichtig. Da kann man nicht viel dran rütteln. Das bleibt einfach da. Nur diese Dinger hier, ne? Was genau haben die da für eine Wirkung? Also die sind da einfach. Aha. Aha. Jen, I'm coming. I'm on my way. Ist ja abgefahren. Okay. Ja. Wir sind nicht sonderlich schnell, der Aufzug, aber hat natürlich eine tolle Wirkung, dass diese Tacker-Dinger uns da so freigegeben, und irgendwo leuchtet da schon jemand. Oder etwas. Wer denn? Ach, da. Habe ich dich doch entdeckt. Und irgendjemand leuchtet dann noch, oder ist es nur er? Der da leuchtet nicht. Ach, da ist noch so einer. Na gut, ich könnte natürlich jetzt aussteigen, aber ich würde dann doch viel lieber probieren, ihn auszuradieren. Was zunächst super funktioniert. Und durch den Rückstoß, ja, genau, haben wir richtig viele Möglichkeiten. So, Ruhe bewahren. Hat er eigentlich was gegen uns? Ja, da. Ich, hatte mir schon gedacht, dass da jemand was gegen uns hätte. Und zwar nicht die, die sind einfach nur die Sensoren. Puh. So, den haben wir voll, okay. Ist soweit in Ordnung. Hallo. Haben wir ihn? Wir haben ihn. Nein, wir haben nur einen. Oder wir hatten den noch nicht. Kuckuck. Ah. Ich habe immer ein bisschen Bedenken vor den Dingern. Man kann nicht unbedingt voraussetzen, dass die immer friedlich gesinnt sind. So. Na gut, das hat sie jetzt aber, glaube ich, erledigt. Okay, perfetto. So, hier sehen wir nochmal die alten... was auch immer. Sieht aus, als wären das Räder, ne? Tja, ja, die Arme. Nun gut, lassen wir dich mal in Ruhe hier. Ich gehe auch außen rum, deinetwegen, extra, damit du dich nicht aufregen musst. Das tut dir dann nämlich nachher nicht so gut, wenn ich dann hier den Tacker auspacke und dann, ne? Hast du eher das Nachsehen. Aber diesen kleinen... Ne, den haben wir wohl Munition verpackt.